Künstliche Intelligenz ist die Basis der nächsten industriellen Revolution. Und es wird für Unternehmen in Baden-Württemberg ganz besonders wichtig, da Zugang zu guter Technologie und zu guten Lösungsansätzen zu haben. Und wir haben in Baden-Württemberg, in Heidelberg, in Karlsruhe, aber auch an vielen anderen Standorten großartige Forschung zu dem Thema. Und da war es für uns ein wichtiger und auch ganz selbstverständlicher Schritt, dass wir uns mit der KI-Garage darum bemühen, aus dieser Technologie, aus dieser Forschung und aus den Ideen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und den Ideen der Gründerinnen und Gründer, denen dabei zu helfen, gute Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. KI ist ein sehr wichtiges Thema, auch für uns als Stiftung. Die Bedeutung wächst. Als Stiftung beschäftigen wir uns auch an anderen Aspekten, zum Beispiel in Forschungsprogrammen mit dem Thema KI, zum Beispiel im Programm Verantwortliche KI. Und der Standort Heidelberg-Karlsruhe liegt in der KI bundesweit im Ranking vorne, braucht aber weiter Unterstützung. Und da möchten wir gerne rein und die Szene weiter unterstützen. Auch für den Startup-Aspekt der KI-Garage ist eine große Nachfrage da. Das wissen wir aus vielen Rückmeldungen, dass das Konzept richtig ist. Die KI-Garage ist bereits auch in der Verlängerung und soll weiter finanziert werden. Die KI-Garage war für mich ein super Einstieg als Wissenschaftler, sage ich mal, aus bestehenden Forschungsprojekten da ein Startup zu gründen. Und generell war das, vor allem das Mentoring für mich sehr hilfreich. Das 1:1 Mentoring hat sehr, sehr viele neue Eindrücke, aber auch hilfreiche Hinweise von den Mentoren mir gebracht. Und daneben waren natürlich auch die Workshops sehr hilfreich, um verschiedene Einblicke in einzelne Themen zu kriegen, wie verschiedene Business-Themen, aber auch verschiedene technische KI-Themen. Und damit konnte man sich eigentlich sehr gut weiterentwickeln. Und bei mir in dem Fall jetzt von einem sehr frühzeitigen Startup jetzt zu dem Startup mit Pitch Deck, mit Webseite, mit Prototyp hinbewegen.